Hey, hallo, heute möchte ich dir mal mein Texture-Pack vorstellen. Auch wenn es sich momentan noch in der Beta befindet und es schätze ich auch noch zeitnah in der Beta befinden wird, weil es einfach enorm viel Arbeit ist. Aber dann noch eine kleine Vorstellung und natürlich auch einen Link zum Download, die Version, wo ihr sehen könnt, würde ich auf Facebook und auf YouTube, also hier, verlinken. Könnt ihr euch downloaden, könnt ihr euch anschauen, die ganze Sache. Weil ich mir einfach gedacht habe, so, ich bin jetzt oft gefragt worden, mach mal einen Download, kannst du denn bitte einen Download machen? Und es gibt so viele Leute, wo einfach eine Beta-Version schon zum Download haben und das schon seit Ewigkeiten. Also mache ich das auch einfach mal. Einfach um dem nachzukommen, dass ihr auch mal das downloaden könnt, euch mal nicht vom Video aussehen, sondern von der Ich-Perspektive aus angucken könnt, die ganze Sache. Die meisten Blöcke sind ja eigentlich jetzt inzwischen von mir, zum Beispiel die ganzen Grassachen hier. Mal richtig geiles Holz. Also das Holz habe ich wirklich viel Zeit investiert, um das Holz zu machen. Das Dunkle von der, was auch immer. Das ist natürlich eine Standardtextur von Minecraft, vom Default. Die Leitern und so, also manche Texturen sind auch noch von der früheren Zeit, die würde ich auch noch überarbeiten. Aber so das Laub ist auch zum größten Teil bis auf. Also das ist auf jeden Fall fertig, das Laub hier. Sieht auch richtig nice aus, meiner Meinung. Das sind die drei Hauptlaubsorten, also Dschungel, Schwarzeiche müsste es sein und das ist das ganz normale. Was haben wir denn noch von Laub? Hier, das haben wir zum Beispiel. Das ist auf jeden Fall eine Beta-Textur. Also die würde ich auf jeden Fall auch noch überarbeiten, schöner machen, dass es einfach zum Gesamtbild passt. Pflanzen, das Schilf habe ich bis jetzt noch nicht hinbracht, dass es oben verschiedene Schwitzen hat, zumindest für die Leute, die einen MC-Patcher Optifine benutzen. Aber die Seerosen gibt es 6 verschiedene an der Zahl. Auch welche mit Blüten. Also für alle Leute, die einen MC-Patcher benutzen. Genauso wie Skis sollten vier, ich denke mal vier verschiedene, glaube ich, habe ich da gemacht. Aber wenn man es schlecht erkennt, aber hier sieht man, da haben wir den Stein und da haben wir nicht. Einfach mal ein bisschen schönen Anblick, wenn es Fläche ist, zu geben. Ja, ansonsten, was gibt es noch über mein Texture Pack zu erzählen? Gehen wir mal in den Unterstock rein. Das weiße Holz würde ich vielleicht noch. Ich weiß nicht, da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich das weiße Holz noch also Birkenholz, einen Tick dunkler mache. Irgendwie trägt das ein bisschen arg auf, aber das wird sich dann zeigen. Naja, was sonst? Wir können ja mal einen Shader machen. Einen Shader. Shader. Und zwar. Also mein absoluter Lieblings-Shader ist Sidereus. Kann ich euch nur empfehlen, harmoniert wirklich perfekt mit meinem Texture Pack. Aber das bleibt natürlich jedem selber belassen, welchen Shader er reinmacht. Natürlich bei Nacht, das ist schlecht. Aber so, hey, ich kann es sogar noch aufnehmen. Ich denke jetzt, das ist eine Diashow im Video. Ich glaube, ich mache die lieber raus. Außer ich bleibe hier an der Stelle stehen. Ja, auf jeden Fall. Jetzt sind wir mit dem Shader, sieht schon richtig, richtig nice aus. Ich weiß nicht, was eure Meinung dazu ist. Also, meiner Meinung nach ist es ist perfekt. Es ist göttlich. Elite. Wie auch immer. Ja, nee, wie gesagt, also, Download steht zur Verfügung. Ladet euch runter, schaut euch die ganze Sache an. Viel Spaß damit. Und das war's dann eigentlich schon im Groben. Vielleicht nur Minecraft Building Schule. Ja, ich weiß, es dauert immer noch, aber ich habe auf jeden Fall schon angefangen, das Logo zu machen. Bin eigentlich fast fertig mit dem Logo, habe die Map dafür baut. Nee, ich bin eigentlich schon richtig weit. Ich muss dann nur noch die Videos dazu machen. Ich habe auch schon für das erste Video was vorbereitet gestern. Also es ist definitiv in Arbeit und wird auch kommen. Nur ich habe zu meiner Verteidigung zu sagen, ich habe mir vorgestern, was vorgestern? Einen kleinen Virus runtergeladen, weil ich mir ein Antivirenprogramm auf einer behinderten Seite runtergeladen habe, habe ich mir ein Virus mit runtergeladen. Optimal, gleich zum Testen, ob es wirklich funktioniert. Kann man nur sagen, 100% Karteiwolf. Sowas kann nur mir passieren, aber wirklich nur mir. Ja, auf jeden Fall, da habe ich jetzt meinen PC dann oh, ewig lang wieder rumgetan, rumdoktert, dann Tutorials angeguckt, bis es wieder runtergegangen ist und das Tutorial ausführt, genauso wie es ist, hat aber natürlich nicht geklappt, wie so oft. Oh, es war einfach katastrophal. Aber jetzt habe ich es runter, habe auf meiner Festplatte auch einige Sachen, die mir nicht unbedingt nützlich vorkommen, beziehungsweise wo von alten Sachen irgendwo sind runtergelöscht. Und siehe, oh, mein PC läuft auf einmal schneller. Eher wie 24 GB entsprechend, nicht wie, keine Ahnung was, 5 MB entsprechend.
Ist mir halt nur bei Minecraft aufgefallen. Ich habe halt Minecraft startet mit dem Shader. Denke mir so, okay, das lädt ja auf einmal richtig krass. Hallo, was ist denn da los? Und das ist mir einfallen, oh, ich muss irgendwas gelöscht haben. Also irgendwas habe ich auf jeden Fall auf dem PC gehabt, dass mein komplettes Minecraft ganze Ladekapazitäten wirklich enorm gedrosselt hat. Bin ich stolz, dass ich das zufällig behoben habe. Ich weiß nicht, ob ich bin jetzt so der PC-Checker. Ich denke mal, ich kann aus meinem PC noch viel mehr rausholen, aber kommt Zeit, kommt Rat. Naja, ansonsten gibt es einen Affen. Ein Affentat! Oh, ich glaube, das lösche ich raus. Ne, das lasse ich drin. Natürlich nicht. Also, jetzt wisst ihr Bescheid, vorübergehend. Dann sage ich, have a nice day und ciao, ciao. Oh.